Wow, alter Schwede, krass. Guckt ihn euch an. Der sieht doch ein bisschen fieser aus als der Moser. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Jurassic World Evolution 2 im Herausforderungsmodus. Auf dem Schwierigkeitsgrad schwer in Deutschland können wir uns jetzt wieder einen neuen Auftrag auswählen. Und natürlich wähle ich den Auftrag, der mir das meiste Geld in die Kasse spült, nämlich die Erhöhung der Anziehungskraft. Das ist nämlich gar nicht so schwierig, da müssen wir... Saurier würden reichen, aber wir haben Konkurrenz. Fressen oder gefressen werden ist jetzt das Motto. Also müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Parkbewertung zu verbessern. Sie misst unseren Erfolg im Paleo Entertainment. Bla bla bla. Nee, wir müssen jetzt, wir müssen einfach nur neue Dinosaurier züchten und freilassen. Und dann passt das schon. Und dann haben wir das schon erfüllt, genau. Wir kriegen gleich nochmal den Kreitensaurus. Was? Tote Dinosaurier? Oh, wer? Nee, ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst! Der Elasmosaurus ist tot, warum? Er ist an einer Erkältung gestorben, oder was? Das kann nicht wahr sein. Ich habe denen doch hier den Auftrag gegeben, den nochmal zu heilen. Warum haben die denn das nicht gemacht? Na klasse, ja, weißt du was, wir haben genug Geld, dann synthetisieren wir uns halt jetzt noch einen. Haha, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Jurassic World Evolution reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne auch mal in die komplette Playlist rein. Die ist immer rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren, ob euer Elasmosaurus auch an der Erkältung gestorben ist oder nicht. Eindeutig die Männergrippe. Oh Mann. Das gibt's doch alles nicht, ey. Naja. Dann holen wir uns halt einen neuen. Wo der herkommt, gibt es noch mehr. Das kann ich euch aber sagen. So, jetzt wollte ich hier nochmal Plesiosaurus-Fossilien holen. Den haben wir nämlich jetzt nur auf 89%. Und ich würde sagen, da geht doch noch was, oder nicht? Warte mal hier, dann macht die schnellere Extraktionsfrau. Und wen können wir da noch nehmen? Der selbstlose Gehaltsmann. Die können das nochmal machen. So, genau. Achso, jetzt habe ich die schnellere Extraktionsrohr losgeschickt und brauche die eigentlich, um die Fossilien zu extrahieren. Ja, egal, dann macht das wer anders einfach. Dann macht das jetzt wer anders hier. Die schnellere Forschungsfrau macht das. Die wird das auch hinkriegen. Ich glaube fest an sie. Genau. Ja, das ist manchmal hier echt chaotisch. Also gerade wenn Krankheiten ausbrechen hier in Deutschland, dann wird das echt chaotisch. Das ist hier wieder dieses Gesundheitssystem. Das ist halt alles so ein bisschen, naja... Aggressiv. Was? Plus 30% Bedrohung. 15% Dominanz. Mag keine anderen Spezies und bedroht alle. 30% Umweltbedürfnisse, 15%. Was habe ich da denn wieder gezüchtet? Ich lasse die einfach beide freikommen. Wir nehmen die einfach beide. Wenn wir sie nicht mehr haben wollen, dann verkaufen wir sie einfach. Warte mal hier, nee, das macht mal hier. Ach nee, der geht nicht, okay. Nee, dann mach so genau. 6 Minuten, ach du meine Güte. 6 Minuten. Wieder. Das dauert so lange, diese Elasmus zu züchten. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber bis dahin haben wir zumindest dann den Plesiosaurus vollständig, hoffe ich mal. Und Kreitensaurus ja auch noch. Den kriegen wir jetzt ja auch. Der wird ja gerade noch extrahiert. Der müsste dann komplett sein eigentlich. Ja, dann können wir endlich mal wieder unser Geld investieren hier. Ja, weil wir haben gerade so ein bisschen das Problem gehabt, dass uns so ein bisschen die Möglichkeiten auch ausgegangen sind, ja. Genau, apropos Möglichkeiten. Warte mal, wollten wir hier nicht noch den hier oben erforschen? Achso, den können wir jetzt ja wieder nicht machen. Wobei, wenn wir die zwei Elasmosaurier freilassen, dann können wir ihn machen. Ich erforsche jetzt einfach in der Zeit schon mal den Kronosaurus. Oder nee, warte mal, halt. Vielleicht noch mal einen großen Pflanzenfresser noch? Noch freischalten hier. Was ist denn das hier? Ist es Mamenchisaurus? Ah ne, Brachiosaurus. Genau, ja, dann lass mal Brachiosaurus. Der hat bestimmt auch eine richtig gute Wertung. Hier, die drei machen das jetzt einfach mal.
Guck mal, jetzt haben wir die Wissenschaftler richtig gut beschäftigt. Jetzt haben wir Vollbeschäftigung bei unseren Wissenschaftlern. Jetzt ist, glaube ich, keiner mehr, der chillt. Nice. Und da ist gleich die Fossilie durchgerödelt. Und dann gucken wir gleich mal. Zack, genau. Da gucken wir gleich mal nach. Wie viel haben wir denn jetzt vom 96? Ach, dann machen wir das jetzt mit 96. Aber es sind ja eh gerade alle beschäftigt. Dann wird das jetzt nichts, glaube ich. Da müssen wir kurz warten. 4%, ich glaube, das ist okay. Das kann man, glaube ich, machen. Die 4% werden jetzt, glaube ich, da nicht viel Unterschied machen, glaube ich. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal gucken. So, jetzt ist die Expedition durch. Gesan Mahama ist verärgert. Oh, er möchte mal wieder in den Urlaub gehen, glaube ich. Hier, lass dich ausruhen. So, und dann nehmen wir doch gleich mal Fossilien in der Forschungsansicht ansehen. Genau, guck mal gleich mal. Da ist jetzt die schnellere Extraktionsform. Hier, Plesio, genau. Schnellere Extraktionsfrau, bitte tu es. Wunderbar. Und da ist die Forschung durch. Sauropode 4 haben wir jetzt freigeschaltet. Wunderbar. Und dann sagen wir mal jetzt hier, synthetisier uns doch mal den... Ne, nicht Polarkanthus. Moment, ich wollte den anderen haben. Ich wollte den Kreitensaurus. 97%. Weil siehst du, da habe ich mich verguckt in der Spalte. Ich bin blind. Schnellere Synthese und... hier, er kann mithelfen noch. Genau. Und danach müssen wir ihn in Urlaub schicken, sonst steigt er uns aufs Dach im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr gut, aber läuft doch. Mehr oder weniger. Hier hinten, ja, wird es auch einen Moment dauern jetzt. 2 Minuten und 50 Sekunden noch. Dann haben wir auch wieder mehr Elasmosaurier. Daniel Wilkins ist verärgert. Ja, Daniel Wilkins, warte, ich steck dich einfach ins Bett. So. Schlafen. Genau. Und da ist wieder Fossilien extrahiert. Plesiosaurus jetzt vollständig. Wir wählen die Eier vom... Oh, guck mal, da können wir nur eins wählen. Das ist ja ein Ding. Wo ist denn hier der mit dem höheren Gehalt da, der immer so eine Gehaltsforderung hat? Okay, dann müssen wir das so machen. Oder ich warte noch kurz, bis der ausgeruht ist. Moment. Ich warte mal noch kurz, bis der Wissenschaftler sich erholt hat, der die Gesundheit hatte da. Das Wohlbefinden, weil sonst ist das jetzt, glaube ich, Wissenschaftlerverschwendung, wenn wir da jetzt 3 Nasen drauf loslassen, die keine Spezialisierung haben. Erscheint mir irgendwie ein bisschen sinnlos. Und da hat Arcanum gleich auf Stufe 1 abonniert. 10 Monate, Dankeschön. Bau das Krankenhaus bei den Wasserdinos. Nee, mache ich jetzt nicht. Das lasse ich jetzt bleiben. Fehlender Fisch, was? Komfort 2. Was? Moment mal ganz kurz. Wo ist denn der eigentlich gerade? Warum ist denn der da drin? Wieso? Wie ist denn das passiert, lol? Der ist da reingeglitscht. Der ist da reingeglitscht. Und kriegt man den da jetzt raus? Warte mal ganz kurz. Stimmt irgendwas nicht. Ich muss den, glaube ich, betäuben jetzt und muss den da rausholen. Hä, wie ist denn der da reingekommen? Der kommt da auch nicht mehr weg da. Toter Dinosaurier, was ist denn jetzt hier? Jetzt eskaliert es hier wieder, oder wie? Ein Kalimi, ein Strutomimus. Ich verwechsel die immer miteinander. Sind ja eigentlich auch sehr ähnlich. Okay, warte. Ist der Wissenschaftler mit dem Wohlbefinden jetzt endlich durchgerödelt? Weil du ihm keinen Krank... Ja, das wird bestimmt der Grund sein, warum er da reingeglitscht ist, garantiert. Hä, wo ist der denn? Warum ist denn der nicht mehr da? Nicht verfügbare Anzeigen. Ach, Brutvorgang. Ach so, der ist beim... Ja, okay. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Der ist noch beim Brutvorgang beschäftigt. Sag mir bitte, dass die den da jetzt betäubt haben und dass wir den da jetzt rausfrickeln können. Ja, genau. Guck mal, jetzt können wir den da rausnehmen. Und wieder da reinmachen. Und in 15 Sekunden ist hier... Also heute haben wir echt ein Bugfest ohne Gleichen am Start in Jurassic World Evolution. Was ist denn jetzt? Warum kommen da jetzt 100 Hubschrauber an? Alter, was... Wieso? Ich verstehe gerade nicht, was hier passiert. Guck mal, die fliegen auch sonst wohin gerade.
Hallo, ihr sollt ihn da absetzen. Hallo. Ich glaube, wir haben gerade... Guck mal, die drehen einfach wieder ab. Warte mal, ich glaube, wir müssen neu laden. Die kommen da gar nicht mehr ran. Der ist so hart verbuggt da, dass die nicht mehr rankommen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Also das kann nicht sein. Das kann nicht sein, wenn da 100 Hubschrauber für einen Dinosaurier auftauchen, der betäubt ist, und die fliegen alle wieder weg, weil sie da nicht hinkommen, dann stimmt da irgendwas ganz gewaltig nicht. Einfach schnell betäuben und einfach nochmal hier irgendwo absetzen. Vielleicht ist er auch schon außerhalb des Geheges. Vielleicht zählt das schon gar nicht mehr als innerhalb des Geheges. Los, betäubt den schnell. Was ist denn das da? Achso, das ist die... Hä? Drohne? Okay, nice. Jetzt setze ich den einfach hier rüber. Können die da jetzt ran? Ja, guck mal, jetzt kommt nämlich nur ein Hubschrauber und sammelt den auf. Also manchmal denkt man sich auch mal, ist im falschen Film. Vielleicht sollte ich diese Zuchtstation woanders denn bauen. Wie bei Google Maps, wenn Kartenkoordinaten nicht übereinstimmen mit Real-Life-Positionen und du andersrum fährst. ist das jetzt wieder alles gut da? Fehlender Fisch, wie kann das eigentlich sein? Da ist doch eine Futterstation. Verstehe ich nicht. Nicht, dass der jetzt da wieder reinschwimmt. Warte mal, vielleicht sollte ich ihm die Futterstation einfach nochmal woanders hinbauen. Vielleicht ist die zu nah an diesem Ding da dran. Das kann natürlich sein. Vielleicht will der die... Vielleicht ist es besser, wenn die eher da hinten ist und nicht da drüben. Ich mache das jetzt mal einfach hier weg. Damit der da auch nicht so hinschwimmt. Ja, denn da hält er sich wahrscheinlich dann eher hier drüben auf, hoffe ich mal. Und damit müsste er eigentlich dann... Guck mal, jetzt hat er wieder 100% Komfort. Auch da war auch mit dem Komfort irgendwas nicht in Ordnung. Ich glaube, so ist es jetzt besser. So passt das. So, Saurier freilassen, genau. Jetzt haben wir doch drei von den Wassersauriern, ne? Das sind doch jetzt drei. Jetzt müssten wir doch den Note da haben. Genau, Meeresreptilien 2a. Den wollten wir ja auch eigentlich noch haben. So, jetzt gucke ich mal hier noch. Fossilien hatten wir jetzt. Hatten wir keine, genau. Was wollten wir jetzt noch haben an Fossilien? Wir wollten den Plesiosaurus. Ah, den haben wir jetzt schon vollständig. Dann war noch Crichtonsaurus so ein bisschen offen noch, glaube ich. Aber der war auch bei 97. Nee, stimmt, den hatten wir ja eh schon auch ausgebrütet. Nee, warte. Wir wollten jetzt doch... Hier. Genau, ich hatte die Forschung, glaube ich, vom Brachio hatte ich, glaube ich, die Forschung gestartet, ne? Nee, aber... Ach, guck mal, der ist jetzt schon freigeschaltet, der Tylosaurus. Ja, dann holen wir uns doch da gleich mal welche, wa? Tylosaurus-Fossilien, würde ich sagen. Wo ist denn der jetzt? Wo findet man den denn jetzt? Muss ich das erstmal wieder aufspüren, das Tier? Bestimmt wieder nur eine Stelle irgendwo. Tylosaurus, hier, beim Pteranodon. Ist das die einzige Stelle? Ich glaube, ja. Dann schickt man da mal gleich die... Schnellere Extraktionsfrau und den Generalisten. Die schicken wir da jetzt beide mal hin. Oh nein, nicht schon wieder. Fossilien hängen beim Zollfest. Besticht die Regierung. Ja, komm, wir bestechen die Regierung. Mach, komm. Sauber. Okay, kann man aber machen. Regierung bestechen. So, was war jetzt noch? Park und Profit hat sich verbessert. Sauber. Crichtonsaurus. Genau. Ei auswählen. Das macht er hier jetzt. Mit ihm hier. Ne, er hat ja kein Wohlbefinden. Dann mit der schnelleren Synthesefrau. Ich hoffe, der Crichtonsaurus braucht keinen Kollegen. Müssen wir mal gucken. So, dann mach doch mal noch Plesios jetzt. Ah ne, jetzt haben wir die schnellere Synthese. Habe ich jetzt die schnellere Synthesefrau? Nee, müssen wir warten. Schnellere Synthesefrau muss das machen. Wie lange dauert denn das mit dem Kreiten? Alter, der Crichtonsaurus braucht 4 Minuten? Das ist nicht euer Ernst. Ich glaube, deswegen braucht man in dieser Deutschland-Kampagne Herausforderung. Deswegen hat man da 7 Stunden und 30 Minuten Zeit, damit du einfach die ganzen Forschungs- und Zuchtaufgaben machen kannst. Event auf der Expeditionskarte. Gehe zur Lebendfang-Expedition. Okay. Ja, dann los. Expeditionslimit erreicht. Ah! Wie lange ist die am Start? 17 Minuten. Ja, okay. Da müssen wir halt dran denken, jetzt, dass wir die dann gleich machen, wenn hier die Expedition wieder zurück ist. Dann, was war das Mayasaurus? Dann holen wir uns den hier zum Kamarasaurus noch mit dazu. Ist eine, die wir mal so eben nebenbei machen können, eine Spezies. Ja, da wird gerade geschrieben, so viel zu diesem einen, der sich bei Coffee Stain Luft gemacht hat, was sie da für einen Scheiß releasen. Zum Fakt, er spielt...
A. Early Access. B. Experimental. C. Extreme Experimental dedizierte Server und flamed im Forum rum, dass da Bugs seien. Das ist halt einfach dumm. Also, das kann ich nie anders sagen. Wer sich bei einem Experimental beschwert, dass es irgendwie verbuggt ist, der hat es einfach nicht verstanden, was Experimental bedeutet. Ne? Das ist einfach so. Aber das hier ist ja ein fertiges Spiel. Ne? Das ist ja fertig. Das ist ja kein Early Access oder Experimental, das ist ja fertig. Insofern, da finde ich es dann schon kritisierungswürdiger, gerade wenn das dann auch noch Game-Breaking-Bugs sind. Nein, wir haben wieder eine infizierte Futterstation. Nee, ist wieder schon wieder kein Jeep, den ich benutzen kann. Ich raste aus. Wo sind die denn immer unterwegs, ey? Ja, der ist doch da. Ich habe mir bei den Sauriern wirklich Mühe gegeben. Aber jeder wird mal krank und muss behandelt werden. Meint er sich selbst damit? Das klang jetzt irgendwie so, als wenn er sich selbst damit meint. Ich habe mir voll die Mühe gegeben, aber jeder wird mal krank. Im Kopf, Dr. Wu, im Kopf. Krankheit ausgebrochen, was ist es? Hakenwürmer, sag mir bitte, dass wir das schon haben. Nein, natürlich nicht. Jetzt muss ich bestimmt wieder irgendeinen komischen Kram machen, um das jetzt zu machen. Hakenwürmer, hier. Desinfiziere eine mit Hakenwürmer infizierte Futterstation. Warum habe ich mir schon gedacht, dass es sowas ist? Jetzt müssen wir wieder warten, bis die noch ein zweites Mal infiziert wurde, damit wir das machen können. Das ist immer so bescheuert, finde ich. Warum reicht nicht einmal? Warum muss man zwei desinfizieren? Das verstehe ich nicht. Das ist wieder so dieses typische, wir sind ein Videospiel und wir müssen diese Voraussetzungen machen in einer bestimmten Anzahl, damit es funktioniert. Das ist so ein bisschen bescheuert. So, jetzt ist der Crichton-Saurus immerhin durch. So, den lassen wir jetzt per Airlift in das Camarasaurus-Gehege. Und wenn er sich mit denen nicht verträgt, dann packt man halt so den Apatos mit rein. Wer ist schon wieder... Was? Schon wieder einer tot hier? Tja, Galli an Altersschwäche gestorben. Na toll. Müssen wir wieder welche ersetzen gleich, wa? Aber immerhin, die Bewertung steigt immer noch. Die Gesamtanziehungskraft müssen wir erhöhen auf 39%. Ich mache jetzt hier nochmal schnell Gullis. Die können wir mal im Vorbeigehen mal machen. Nicht Gullis hier. Ihr wisst, was ich meine. Strutis. Hier, schnell, die schnellere Synthesefrau kann das mal schnell machen. 4 Sekunden. Zack. Eier auswählen. Dada, baba, dada. Scheu und dominant. Da machen wir mal nicht so viele. Machen wir mal nur 3 erstmal. Ich glaube, da sind noch einige drin. Aber da werden halt jetzt auch einige sterben. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Die sind jetzt halt alle so langsam auch zu alt. So, da, warte, da muss ich diese schnelle Synthesefrau, die will sich ausruhen. Schnelle Synthesefrau, ab ins Bett. So, dann wollen wir mal den Tylosaurus. Warte, nein, ich will nur den Tylosaurus erstmal. Und dann hier noch 3 von den Geldfossilien. Schnellere Extraktionsfrau, tu es. Ja, sehr schön. Dann lassen wir mal hier den Stroti frei. Hey, jetzt ist die Gesamtanziehungskraft ganz schön gefallen. War die nicht gerade eben noch bei 38%? Ah, der Crichtonsaurus. Er wurde nach dem Autor Michael Crichton benannt. Crichton hat Geschichten über infektiöse Viren, Nanobots mit Bewusstsein und einen Roman über Urtiere geschrieben. Wirklich äußerst kurzweilig. Dieser soziale Saurier fühlt sich in der Herde am wohlsten. Na toll, sozialer Saurier. Okay, streichen wir dieses Ziel von der Liste. Gute Arbeit. Dann können wir gleich mal noch einen synthetisieren, würde ich mal sagen. Ist die schnellere Synthesefrau gerade im Bett? Na toll. Vor allem, das war jetzt echt lustig, ne? Michael Crichton ist ja der Autor von Jurassic Park. Was er da gerade gesagt hat, hier der Dr. Wu. Und in einem Roman über Urzeittiere, sehr schön, ne? Schöner In-Joke. Ach ja, die Saurier-Expedition war ja auch noch. Oh Gott, Mann. Ah, oh, das Spiel ballert einen dann aber auch immer so zu mit so vielen Sachen, an die man dann denken muss, ne? Das ist echt so ein Memory-Game mittlerweile, ey. Das ist schon gar nicht mehr... Das ist schon gar nicht mehr ein Saurier-Spiel. Das ist einfach nur noch so ein Memory-Game. Warte mal, wir brauchen da einen, der... Ja, das muss sie mitmachen. Dann holen wir die jetzt ab, die Mayas. Und dann, warte, was war noch? Dann war noch jetzt... Irgendwas war jetzt noch. Hab ich schon wieder vergessen. Ah ja, noch einen Crichtonsaurus machen.
Michael Crichtonsaurus. Bitte sag mir, dass es geht. Ist die schnellere Dings jetzt endlich... Schnellere Synthesefrau. Und Generalissimo kann das machen. Wie lange fühlt denn der... warte mal, der braucht noch Essen, ne? Ist der hier tot? Ne, der schläft. Der braucht noch Essen, warte. Er ist einsam und braucht Essen. Und wir haben Mayasaurus. Wo packen wir den jetzt? Packen wir den jetzt zum Kamara rein? Oder wir können den auch zum Bronto eigentlich reinpacken. Saurier transportieren. Hier, wir packen den zu den Brontos. Da ist eh noch nicht so viel los. Guck mal, den hatten wir sogar noch gar nicht vorher. Oh, die sind auch noch unterschiedlich gemustert. Das ist ja nice. Leute, wie das hier. Hui! 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 Hui, 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 hui. Hui, 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 hui. Der Mayasaurer wird auch als gute Mutterechse bezeichnet, weil die ersten Fossilien in einer Nestkolonie gefunden wurden. Und gute Mütter haben wir alle gern. Was? Oh Gott, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich habe dir Infos zu einem weiteren Ziel geschickt, das du bestimmt zu meiner Zufriedenheit erfüllen wirst. Moment jetzt mal bitte. Die Parkbewertung sieht gut aus. Könnte aber besser sein. Ja, nun ist mal gut hier jetzt. Was soll ich noch alles gleichzeitig machen? Was war das jetzt? Gemahlene Nuss? Ich komme ganz durcheinander hier. Gemahlene Nuss und gemahlene Faser. Goddammit. Gemahlener Faserstoff. So, hier jetzt erstmal die Nahrungsdinger hier für die ganzen Dinos hier hindingeln. Und dann gemahlene Nuss noch. Wo war die gemahlene Nuss? Hier, warte mal. Gemahlene Nuss. Nee. Hier, gemahlene Nuss. Mann, Mann, Mann. Ah, du musst ja das machen und hier machen und da machen und da. Und hast du nicht gesehen und da überhaupt noch und in Schnee. Ich weiß ja, dass manche Ziele sind. Aber die Belohnung, Instant, die mit der Erfüllung einhergehen, sind es definitiv wert. Ja. Instant gelöst hier, meine lieben Freunde. So muss das sein. Ich kann leider immer noch nicht die Krankheit heilen. Ich will diese Bam! Besuchen, obwohl ich hier arbeite. Bamsi Bams. Da haben wir's. Wo ist denn jetzt hier der Crichtonsaurus eigentlich abgeblieben? Haben wir da jetzt eigentlich schon... Ja, guck mal, der ist schon der Nächste. Ich komme gar nicht richtig zu Wort. Die wollen alle was sagen. Und ich darf gar nichts sagen hier. Scheu und ungesellig. Scheu und anhänglich. Ungesellig und sanftmütig. Dominanz. Ne, wir nehmen den. Die beiden nehmen wir jetzt, komm. Genau. Was macht hier der? Und dann der Selbstlose. Ne, hier der Generalist macht das, genau. 500.000. Sehr schön. Da haben wir zwei Tiere nochmal von denen. 4,1. Jawohl. Wir können jetzt die Dings desinfizieren. Schnell machen. Und dann können wir das Hakenvirus. Gegenmittel erforschen. Aber das war doch jetzt hier, ne? Bam, 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 Schlag auf Schlag. 13,5 Millionen. Millionen. Jetzt machen wir noch Plesiosaurus. Pass mal auf. Hakenwürmer-Medikation. Hier, das macht Bell. Und er hier kann mitmachen, genau. Und dann müssen wir schon wieder einen ins Bett schicken. Der hat schon wieder nicht genug geschlafen. Nein, das ist ein Kraftwerk. Das ist das richtige Gebäude. Hier, wo war er? Hier, der schnellere Extraktionsfrau kann sich hinlegen und schlafen. Hatten wir jetzt nicht noch irgendwie diesen einen... Was? Nein, da ist noch... Hallo? Stopp. So, Moment. Forschung. Wir müssen die Krankheit erforschen. Krankheit erforschen. Hier, Hakenwürmer. Da, zack, bam. Gib ihm. Schnell, billig und schnell. Genau. Sauber. Schnell, billig und schnell. Und dann machen wir mal gleich hier die Heilung. Beeilung, Beeilung, wir haben die Heilung. Alle durchheilen. Alle einmal aufstellen und durchheilen. Und den da hinten auch noch, komm. So, da haben wir sie alle markiert. Jetzt sind sie auch wirklich alle krank, weil sie auch alle von der Futterstation gefressen haben, ey. Jetzt halt, die ist wieder dingsig. Du musst nochmal ran und nochmal desinfizieren. Wissenschaftlerholung abgeschlossen. Wunderbar. Expedition starten.
Wen hat man jetzt? Genau, den Großen hier, den... Wo war der nochmal hier? Der Tylosaurus. Tüdelsaurus. Das macht jetzt hier der selbstlose Gehaltsmann. Mann, oh Mann. Ein Multitasking hier. Hier, ihr müsst die alle heilen, komm. Machen die das jetzt hier mal? Sie versuchen es auf jeden Fall. Toter Dinosaurier. Ja, wer wird es wohl sein? Wahrscheinlich ein... Oh nein, ich ahne Schlimmes. Ah nee, okay, gut. Es ist ein Strutomimus. Alles gut. Ich dachte schon, es wäre wieder der andere da, der sich wieder verbuggt hat. Saurier wurde erfolgreich aufgezogen. Das sind die, warte, jetzt müssen wir das hier erstmal. Populationsbedürfnisse, ungesättigt, kleiner Hunger. Die müssen ja in einer größeren Menge am Start sein. Ja, dann müssen wir das so machen. Hilft alles nichts. Dann müssen wir die schlechten nehmen auch. Schon wieder zwei krank. Schon wieder einer tot. Ah, hier, warte, Kreitensaurus. Per Airlift freilassen. Schnell rüber, sonst dreht der andere da durch. So, da ist jetzt immer noch einer krank. Ihr seid noch nicht fertig. Dankeschön. Den bitte noch auch heilen. Nicht, dass der wieder die Futterstation infiziert. Dann haben wir das gleiche Problem gleich wieder. Schnell, bevor er frisst. Beeilt euch doch. Los. Heilt ihn doch. Bitte. Tut es doch einfach. Jetzt heilt ihn doch endlich. Mann! Ihr müsst auch treffen. Ja, er hat doch schon. Er hat doch. Ja! Gott sei Dank, wir haben's. Uff. Um Gottes Willen. Na, dann schauen wir mal. 4,0. Parkbewertung. Müsste aber eigentlich gleich wieder auch steigen. Genau, apropos Parkbewertung. Wir können auch mal gucken, wo haben wir denn eigentlich Engpässe so? Haben wir irgendwie zufällig Toilettenengpässe? Hier hinten so ein bisschen. Guck mal, das sind ja immer diese kleinen Prozente, ne? Die man so ein bisschen unterschätzt. Die aber echt extrem wichtig sind einfach. Wenn man die am Start hat. Was? Versperrt durch Hotel? Achso. Aber halt mal so. Wenn wir da jetzt noch so diese kleinen Bedürfnisse halt erfüllen. Guck mal, das hat direkt schon wieder ein bisschen was hochgezogen hier. Transportbewertung ist auf 100. Da können wir nicht viel machen, glaube ich. Wie sieht es denn mit den Schutzraumabdeckungen aus? Hier hinten können wir zum Beispiel noch einen Schutzraum bauen, siehst du? Warte, baue ich hier mal das so. Und dann macht da mal noch einen Schutzraum. Warum nicht, ne? Kann man mal machen. So, die Expedition ist gleich durch. Oh, what? Yes! 24% mehr Geld als im letzten Monat. 1,2 Millionen Cashflow. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Nicht jeder kriegt das hin, aber Sie schon. Sehen Sie sich dieses Ziel an und enttäuschen Sie mich nicht. Es kann sein, wenn wir jetzt die Parkbewertungsaufgabe annehmen, dass das sowieso 5 Sterne sind. Das bringt uns dann also nichts. Deswegen mache ich jetzt lieber die Versorgungsaufgabe, auch wenn ich da nicht so viel kriege. Arbeiten wir an großen Dingen, arbeiten wir an uns selbst. Wenn das nicht inspirierend ist. Gut, vorher abgeschlossen. Nein, nicht per Airlift. Rauslassen einfach. Die kommen einfach ins selbe Gehege. Das sind ja kleine Wasserbewohner und die vertragen sich dann mit dem Elasmosaurus ganz gut. Nice. Und die Expedition ist abgeschlossen. Können wir gleich mal reingehen? Wow, okay. Das ist mal eine riesige Menge an Fossilien. Guckt euch das mal an. Da kommt unsere Extraktionsfrau gar nicht mehr hinterher. So, und dann können wir gleich noch mal Personal in Urlaub schicken. Sehr nice. So, genau. Wenn wir jetzt dann diese Fossilien durchgerödelt haben, dann können wir jetzt ja schon die zweite Dings machen. Diese Kreatur kommt aus dem Meer. Sie wird Plesiosaurus genannt. Der flache Körper, der lange Schwanz und die 4 Flossen sind auf die Fortbewegung im Wasser ausgelegt. Wie heutige Säugetiere muss er zum Luftholen an die Oberfläche. Eigentlich surft und isst er die ganze Zeit. Beneidenswert. Hatte Owen uns das nicht schon mal erzählt? Der wiederholt sich auch ganz schön, der Owen.
Diese Predigt hat er uns doch schon mal gehalten, dass der den ganzen Tag nur surft und isst. Ich glaube, er verwechselt das mit seinem eigenen Tagesablauf. Kann das sein? So, wunderschön. Genau, nice. Mal hier noch ein bisschen einebnen alles. Genau, weil jetzt können wir hier nämlich gleich noch die nächste Lagune bauen. Lagune. Und dann, genau, ja, da noch hin, genau, so. Und dann können wir da nämlich noch den anderen Wasserdino jetzt noch züchten. Der wird bestimmt auch nochmal einen ordentlichen Boost geben hier. So, damit wir den versorgen können, braucht man ja wieder eine... Ach nee, das war eine Aviarium-Brutstätte, Moment. Da braucht man ja wieder so eine... Hier so eine, genau. So. Und dann nochmal so eine Beobachtungsstation für die Besucher. Ja, machst du ruhig rein, genau. Dann rödeln wir die da dran. Dann machen wir hier, warte. Eine Kurve rein, so. Und dann Stromo in die Neo. Wunderbar. Nice. Und dann gucken wir mal in die Fossilien. Oder beziehungsweise... Sind ja jetzt schon durch, genau, Fossilien ansehen. Da sind aber noch welche übrig gewesen. Hier, genau, 76% plus 9, dann plus 13. Ja, und dann fehlen uns leider, fehlen uns wieder so ein paar Prozentchen, aber das ist jetzt egal. Die schnellere Extraktionsfrau, lassen wir das jetzt noch schnell machen. Oder, ja, ich meine, gut, wir können auch nochmal eine Expedition dahin starten zu der Stelle. Wir haben so viel Geld, das können wir uns jetzt leisten. Hier, Tylosaurus, genau. Dann machen jetzt das mal die beiden hier. Sehr schön. Dauert jetzt zwar wieder 5 Minuten. Spielbär teilt aus. Jawohl, so sieht's nämlich aus. Da hat Jan Piepers gleich auf Stufe 1 abonniert. 3 Monate schon. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ich nehme mal an, das wird ein Haifischfresser sein, wa? Der Dingsdasaurus. Dingsdasaurus vor allem. Ist auch gut. Ich mache da jetzt einfach schon so ein Ding hin. So, gleich ist die Fossilie durch. 30 Sekunden noch. Wir haben genug Geld. Berühmte letzte Worte. Ja, aber es ist echt so. Also wir haben wirklich genug Geld. Also aktuell ist Geld das kleinste Problem. Das muss man einfach sagen. Bei 12 Millionen. Und fast schon 4,5 Sterne. Ich glaube, wir schaffen das jetzt sogar auch. Also ich glaube, wenn jetzt nicht noch was dazwischen kommt und wenn der, wie hieß er nochmal jetzt, der Wasser, Riesenwassersaurus, hier der Tylosaurus, wenn der uns jetzt die Bewertung ordentlich hochzieht und das ist ja mit einer der größeren, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, guck mal, mag Meeresbewohner klein, dann sollte das doch passen, oder nicht, würde ich jetzt mal sagen. 89%, wie gesagt, ich überlege, ob es vielleicht sinnvoll ist, zu warten, bis wir die letzten 11% noch kriegen. Aber wir können ja einfach mal einen machen. Minimaler Bestand ist ja eins. Wir können ja dann noch einen züchten. Ich mache jetzt mal schon einen. Schnellere Synthese. Dann, eine von denen noch mit dazu nehmen. So, genau. Eine Minute für die Synthese, weil es dauert ja auch, bis der fertig ist dann wieder, ne? Bis da die Synthese fertig ist. Und dann der Brutvorgang dauert bestimmt auch wieder ewig. Wir wollen ja hier auch nicht ständig nur warten. Obwohl wir ja gerade genau das tun. Können wir noch eine Expedition? Ah, nee, die läuft schon. Genau, nee, stimmt. Wie sieht's denn aus mit dem Pteranodon? Da hatten wir doch jetzt auch schon 72%. Der bringt bestimmt auch eine ordentliche Bewertung auf die Waage. Hatten wir da jetzt noch Fossilien übrig? Einmal Pteranodon hätten wir noch, dann würden wir auf 79% würde wir den kriegen. Da müssen wir mal gucken. Da kommen ja gleich auch, der ist ja Pteranodon auch mit dabei. Die müssten ja da gleich auch noch mit angeliefert werden. Dann machen wir den Pteranodon noch als zweites. Wie geht's eigentlich dem Kreitensaurus jetzt? Geht's dem jetzt eigentlich gut? Ja, 100%. Okay, nice. Können wir uns auch mal richtig angucken jetzt. Der ist ja mal gut gepanzert wieder, ne? So ein kleiner Mini-Ankylo. So eine Ankylosaurus-artiger. Wie heißen die Ankylosauridae?
Er scheint unter Wasser atmen zu können oder zumindest sehr lange die Luft anzuhalten. Dem scheint das ja nicht so viel auszumachen. Ob solche stark gepanzerten Dinosaurier, die waren ja richtig schwer, die haben ja alleine schon ein Riesengewicht mit sich rumgeschleppt mit ihrem Panzer, ob die wirklich so krass im Wasser rumgelaufen sind und auch so lange unter Wasser Zeit war, das glaube ich nicht. Ich glaube, die werden sich von Wasser eher ferngehalten haben, weil ich meine, wenn ich mir so einen fetten Panzer habe und mir passiert irgendwas, ich rutsche irgendwie aus oder ich knick mir was weg, dann bin ich da mit meinem schweren Gewicht im Wasser und komme nicht mehr raus. Ich krieg den Kopf auch nicht über die Wasseroberfläche, weil mein Kopf ist ja eher weiter unten. Also wenn ich so ein Saurier wäre, würde ich mir das aber schon mega überlegen, ob ich da ins Wasser gehen würde oder nicht. Krankheit ausgebrochen. Ist er direkt umgefallen da. Erkältung, nicht schon wieder. Das zieht wieder die Bewertungen runter. Ah, wir müssen die Eier auswählen. Warte mal, hier, der ist stark. Und der ist aggressiv. Dann nehmen wir erstmal nur den starken. Und dann machen wir uns noch einen, der dann vielleicht noch andere Attribute hat. Hier, der billige Forschungsmann kann das machen. 6 Minuten. Ja, das war nämlich schon so mein Gedanke, dass das ein bisschen länger dauert. Na toll, jetzt werden sie wieder... Sie haben ja alle Erkältung, ich kann nichts machen. Muss ich wieder warten, bis die Erkältung vorbei ist. Wahrscheinlich kommt auch gleich noch ein Sturm. Weil das immer so ist, wenn sie erkältet sind. So. Fossilien. Umso schwerer ein Tier, umso eher fühlt es sich zum Wasser hingezogen. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen ein Trugschluss. Das dachte man früher bei den großen Pflanzenfressern. Bei den Sauropoden dachte man das auch. Und das hat sich herausgestellt, dass das eigentlich gar nicht so war. Dass die eigentlich nicht Sumpfbewohner oder im Wasser ständig rumgestanden haben, damit ihr Gewicht getragen wird. Sondern dass die eigentlich gewandert sind tatsächlich. Also die mussten sogar wandern, weil die so große Mengen an Nahrung gefressen haben, dass wenn sich da so eine Herde von diesen großen Tieren irgendwo aufgehalten hat, war das so schnell kahl gefressen dann, dass die dann immer gleich direkt wieder weiterziehen mussten. Ja, gib mir ein Gegenbeispiel. Ja, wie ich sagte schon, die Sauropoden. Früher hat man angenommen, dass die im Sumpf leben, weil ihr Gewicht zu schwer wäre, weil die unbedingt sich erleichtern müssen, indem sie da halt rumlaufen im Wasser, aber es hat sich dann rausgestellt später, dass das Quatsch ist, dass das gar nicht so ist. Neues vollständiges Genom, Tylosaurus. Neues lebensfähiges Genom, Pteranodon. Nice. So, aber was heißt denn lebensfähig eigentlich beim Pteranodon? 79%. Irgendwie kriegen wir von dem langsamer Progress als von dem Tylosaurus, ne? Das ist auch irgendwie spannend. Als wenn der Pteranodon irgendwie krasser ist. Dann holen wir uns da jetzt noch die Fossilien von dem noch. Und dann machen wir den auch noch. Ja, jetzt sind sie hier wieder. Guckt euch das so mal an, ey. Weißt du, wir können alle möglichen Krankheiten heilen in diesem Jurassic World. Aber denkst du, du kannst mal eine Erkältung bei einem Dinosaurier heilen oder wenigstens verhindern, dass die sich ausbreitet? Nee, das geht halt nicht. Ich hätte Nilpferd. Ja gut, aber da muss man jetzt natürlich auch berücksichtigen, Nilpferd ist ja auch auf das Leben im Wasser, ist ja angepasst da drauf. Das Nilpferd lebt nicht am Wasser, weil es so schwer ist, sondern das Nilpferd lebt im Wasser, weil es halt sich angepasst hat auf diesen Lebensraum da. Ich glaube mal kaum, dass der Kreitensaurus auf dem Lebensraum Wasser angepasst ist. So wirkt das Tier nämlich nicht auf mich. Also wenn ich den jetzt so sehe, würde ich nicht sagen, dass das ein Wassertier ist. Aber bei Sauriern ist das sowieso nochmal so eine Sache, da kann man sowieso viel behaupten. Letztendlich ist das alles eh nicht wirklich überprüfbar. Ich glaube nicht, dass das ein Wasserdinosaurier ist, der viel mit Wasser macht. Glaube ich nicht. Aber ja, wie gesagt, wird man ja sehen. In Zukunft wird man ja sicherlich noch mehr Erkenntnisse über das Tier gewinnen und dann letztendlich weiß man dann vielleicht auch schon mehr, ne? Niedrige Gesundheit. Ja, jetzt werden sie wieder alle krank. Saurier freilassen. Yay, wieder ein neues Wassertier. Yay, was ist das? Wie hieß er nochmal? Wow, alter Schwede, krass. Guckt ihn euch an. Der sieht doch ein bisschen fieser aus als der Moser. Wissen Sie noch, wie man Ihnen als Kind gesagt hat, man solle nach dem Essen nicht schwimmen gehen? Ta. Dieser Jäger, der Tylosaurus, frisst sie, wenn sie auch nur einen Zeh ins Wasser halten. Der wahr gewordene Albtraum eines jeden Seemanns. Oh, der braucht Fisch. Das Riesenvieh braucht Fisch? Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet.
Aber, oder ist das wieder dieses Ding, dass da nicht unterschieden wird zwischen Fisch und Hai? Vielleicht wird da auch wieder nicht differenziert. Fehlendes offenes Gelände. Ich glaube, der muss erstmal wieder ein bisschen rumschwimmen, damit er sein Gehege so ein bisschen abcheckt. Was, das mag schon sein, was du sagst, also wenn man es mal so über den Daumen peilt. Nilpferd, Nashorn, Elefant, Anaconda, allesamt Giganten ihrer Art und alle suhlen sich oder leben im Wasser. Ja, aber genauso kann ich dir auch zig andere Tiere nennen, die nicht schwer sind und die auch im oder am Wasser leben. Also, ich würde es nicht am Gewicht festmachen, ehrlicherweise. Also, oder sagen wir es mal so, ich würde nicht sagen, dass ein schweres Gewicht automatisch heißt, dass das Tier unbedingt im Wasser leben wird. Also, würde ich jetzt so nicht sagen. Genauso kannst du ja auch sagen, ja, ein Wal ist auch schwer, der lebt ja auch im Wasser. Ja. Also, ich würde eher sagen, das hängt immer von der Anpassung an den Lebensraum ab. Und zumal du jetzt auch ja Tiere aufzählst, ja, Nashorn und Elefant zum Beispiel, leben nun mal in einem Lebensraum, wo generell wenig Wasser ist. Natürlich wird es die dann eher zum Wasser ziehen, aber sie gehen doch deswegen nicht ins Wasser rein. Also, nicht unbedingt. Und wir haben schon wieder einen Sturm. Also sie gehen nicht ins Wasser rein im Sinne von, dass sie damit ihr Gewicht irgendwie tragen müssen oder so. Also sie gehen nicht wegen ihrem Gewicht ins Wasser, sondern weil sie halt das Wasser brauchen, um zu überleben. Ja? Das ist halt eine allgemeine Notwendigkeit, Wasser. Das liegt eher daran und nicht am Gewicht. Es geht ja um die Frage, geht es um das Gewicht dabei? Und das ist nicht der Fall, würde ich eher nicht sagen, dass es dabei ums Gewicht geht. So, jetzt wird hier gerade wieder... Na, ich muss schon wieder die Schutzfeuer machen. Mann, man kommt hier einfach zu nichts in diesem Spiel. Ich raste aus. Man kann nicht mal ein bisschen über solche Sachen diskutieren. Man kommt einfach zu nichts. Ist einfach direkt gleich wieder Chaos-Modus. Und da ist schon wieder Zaun kaputt. Wie kann das eigentlich sein? Dass dann immer auch gleich die Zäune direkt kaputt sind. Ja, die Toilette muss repariert werden. Schnell. Oh, ich muss den auffüllen hier auch noch. Warum machen die... Warum tanken die eigentlich nicht selber, frage ich mich. Ich glaube, wir müssen mal die ganzen Infizierten da mal heilen hier. Also mal aufheilen, dass die mal ein bisschen Lebensenergie wieder kriegen hier. Und sterben die uns noch wegen Gesundheit weg. Hier müssen wir auch wieder auftanken. Multitasking. Ich kann mich jetzt nicht über wissenschaftliche Dinge austauschen jetzt. Ich muss schon wieder tingeltangeln hier. Ich kann mich nicht konzentrieren gerade. Da, Sturm, schon wieder Wasser. Jetzt sag nicht, ich habe einen Sturm, weil ich so viele schwere Tiere in meinem Park habe. Was? Erholt sich mit der Zeit? Ja, stopp, ich will den doch heilen. Ich will die doch hochheilen. So. Moment, ich muss hier schließen, den Schutzraum. Irgendwo ist noch was kaputt. Ach so, das Gebäude hier, okay. Ist denn... Was ist denn hier mit dem Dings? Warte mal, ich muss mal in die Ego von dem Fahrzeug gehen und gucken. Ja, genau. Das ist auch wieder so blöd hier. Jetzt haben wir wieder hier irgendwelche Sachen, die kaputt sind, die aber nicht richtig angezeigt werden, dass sie kaputt sind. Hier das zum Beispiel. Und dann kann ich die Aufträge wieder nicht vernünftig vergeben, deswegen. Weil das nur so halb kaputt ist, aber nicht voll kaputt. Hey, ho, ha. Hey, ho, ha. Hü, ha, ho. Den wollte ich noch mitnehmen. Das war mir jetzt ein Anliegen, dass ich den noch mitnehme. Und an dieser Stelle endet diese Folge Jurassic World Evolution 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein oder auch in die anderen Videos, die an dieser Stelle verlinkt sind. Ihr könnt das Spiel auch gerne kaufen im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr schöne Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dann, ciao, ciao.